Hallo, heute zeigen wir Ihnen, wie Sie auf betterplace.org eine Neuigkeit verfassen und diese anschließend als Newsletter verschicken können. Auf Ihrer Projektseite im Bereich Administration einfach auf Neuigkeiten klicken und hier gibt es die Möglichkeit, Ihre Neuigkeit zu verfassen, auf Deutsch oder auf Englisch. In diesem Fall machen wir es auf Englisch. Geben Sie einen passenden Titel ein für Ihre Neuigkeit, zum Beispiel schauen Sie sich unsere neuen Fotos an und geben Sie danach einen Text ein. Den habe ich hier schon mal vorbereitet und kopiere ihn hier einfach rein. Sie können diesen Text natürlich jederzeit noch verändern und editieren. Hier zum Beispiel ein Wort fett oder auch kursiv einfügen. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, Fotos oder Videos einzufügen. Klicken Sie dafür auf Fotos und alle Fotos, die in Ihrer Galerie vorhanden sind, stehen zur Auswahl. Sie können aber auch neue Fotos hinzufügen. Wir nehmen dieses Foto und fügen es hinzu und Sie sehen in diesem Fall, hier wird die URL zu diesem Foto eingefügt. Keine Sorge, wenn Sie gleich auf Speichern drücken, wird es richtig als Foto angezeigt. Wenn Sie zufrieden sind mit Ihrem Text, können Sie hier unten sich in diesem Bereich noch eine Handlungsoption aussuchen, die unten mit dran soll. In diesem Fall fange ich immer damit an zu schauen, wie soll denn der Button hier unten heißen. In diesem Fall passend jetzt ansehen. Es ginge natürlich auch jetzt spenden oder ähnliches, Sie haben das schon gesehen. Und das sollte man dann verbinden mit einer Handlungsaufforderung, zum Beispiel schauen Sie, was Ihre Spende bewirkt hat. Und das Ganze kann man dann, wenn man zufrieden ist, veröffentlichen. Sie sehen dann in der Folgeseite die fertige Neuigkeit und Sie sehen auch schon, dass hier jetzt das Foto korrekt eingefügt worden ist. Wenn Sie noch irgendetwas ändern wollen, klicken Sie einfach auf Bearbeiten und Sie haben die Möglichkeit, nochmal Änderungen vorzunehmen. In diesem Fall nehmen wir hier wieder Fett und Kursiv raus, machen das ganz klassisch, alles andere lassen wir so und klicken auf Änderungen speichern und noch einmal wird uns jetzt diese korrekte Version angezeigt. Wenn wir diese Neuigkeit jetzt veröffentlicht haben, erscheint sie aktuell nur auf der betterplace.org Seite und kann dort eingesehen werden. Wenn Sie möchten, dass diese Neuigkeit auch als E-Mail an Ihre bisherigen Spender verschickt wird, dann klicken Sie hier rechts unten auf als Newsletter senden. Auf der Folgeseite sehen Sie, wie viele Menschen Ihren Newsletter abonniert haben und Sie können dann entscheiden, dass Sie diesen Newsletter verschicken möchten. Einfach auf Newsletter versenden klicken. Nachdem Sie das getan haben, sehen Sie hier noch einmal die Übersicht aller bisherigen Neuigkeiten, die Sie geschrieben haben und ob Sie diese als Newsletter verschickt haben oder nicht. Bei denen, die es nicht getan haben, können Sie das noch später nachholen. Und der Empfänger, nämlich derjenige, der auf Ihr Projekt gespendet hat, bekommt wenig später Ihre Neuigkeit als E-Mail in seinem Briefkasten zu Hause. Und so sieht diese E-Mail dann aus. Sie sehen, auch da sind schon alle Informationen mit drin. Das Foto ist mit drin, der Text ist mit drin und auch der Handlungsaufforderungs-Button ist mit drin. So einfach geht es. Probieren Sie es doch mal aus und verschicken Sie einen Newsletter.